Ja, servus liebe Kinderautorer, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Das, was ich hier in der Hand halte, ist nicht gekauft. Das ist selbst gebastelt. Und selbst gebastelt kommt bekanntlicherweise immer gut an, egal ob es heißt Kindern oder Erwachsenen. Und wer jemandem was Gutes tun will und sagt, Mensch, man muss ja nicht alles immer elektronisch speichern, tu es doch ganz normal analog in ein Notizbuch schreiben, ja, der bastelt so ein wunderschönes Notizbuch. Und wie das geht, dazu habe ich zwei Spezialistinnen, die zeigen euch, wie das funktioniert. Ihr könnt da was anderes als Alarm drauf machen, aber das kommt mit Sicherheit sehr, sehr gut an. Sei es als Geburtstagsgeschenk oder weiß der Kuckuck was. Und das kann man immer, immer, immer brauchen. Und wir haben uns da auch für Share entschieden, dass wir da ein Notizbuch gekauft haben. Weil man kauft von so einem Notizbuch, wird einem armen Kind eine Schulstunde finanziert. So viel dazu. Also man kann auch Augen aufmachen, wenn wir Rohmaterial kaufen und damit was Gutes tun. Ja, wie das Ganze jetzt geht zu basteln, ganz einfach, aber das zeigt euch eine Spezialistin. Also fürs Lama, das hier auf das Notizbuch kommt, brauchen wir ganz verschiedene Moosgummis, Verzierungen, ganz egal welche. So, dann schneiden wir das Lama erstmal schön fein aus. So, wir schneiden jetzt das Lama ganz sauber aus. So, wir haben uns jetzt für eine Farbe entschieden, weiß. Ihr könnt aber auch andere Farben nehmen. Und ich wollte nur noch mal sagen, das habe ich vorhin vergessen, dass man auch zum Beispiel einen Elefant nehmen kann als Tier oder ein anderes Tier. Aber wir haben uns jetzt für ein Lama entschieden. Und dann zeichnen wir das sauber. So, jetzt schneiden wir das Lama aus. So, jetzt haben wir das fertig ausgeschnitten. Jetzt kann man zum Beispiel hier noch eine Nase hinmachen, kleben oder malen. Oder kleine Locken. Und hier auch Locken und zum Beispiel vielleicht einen Sattel und noch Zaunzeug. Also da kann man alles noch machen, was man möchte. So, jetzt schneide ich die Nase vom Lama raus. Man kann es auch so freihand malen, wie man möchte. Ich schneide die jetzt aus. So, jetzt zupfe ich das schnell ab. So. Die Nase, die male ich jetzt, habe ich jetzt an der Ecke. Ich kann auch runter schneiden, wenn man möchte. Jetzt zeichne ich die erstmal auf und dann kann ich ja noch die Ecken und schneiden. Das kann man dann machen, wie man möchte. So. Jetzt bei meinem Finger. So. Jetzt kann ich es aufmachen. Wir haben jetzt das Lama fertig gemacht. Und da muss man ein bisschen Zeit einplanen, weil es dauert schon. Aber es ist eine gute Bastelei für Kindergeburtstag, Gruppenstunde. Oder wenn man halt Kinder beschäftigen muss. Oder auch einfach für zu Hause. So, jetzt kleben wir das noch auf. Und dann sind wir schon fertig. Wer möchte, kann dann noch unten zum Beispiel... wer möchte, kann es noch verzieren. Das machen wir auch. So, aufgeklebt. Und dann kann man sich zum Beispiel eine Wolke raussuchen. Abziehen, so. Und dann kann man das Herzchen raustun. Und dann muss man es noch austun. So. Und dann kann man es draufkleben. Dann hat man noch ein Herzchen, das kann man dann zum Beispiel oben draufkleben. Oder unten drunter. Und dann kann man ganz viele Sachen nehmen und es damit dann verzieren. Hier zum Beispiel einen Stern. So. Oder ich finde, das sieht jetzt nicht so gut aus. Und deshalb möchte ich das wieder reinmachen, kann ich hier einfach
so wieder reinstecken. Und dann mache ich noch ein Herzchen. So, mache ich vielleicht noch mal einen Stern oder was gibt es denn hier noch? Ein Schmetterling, der sieht immer gut aus. Tue ich jetzt noch. So, und jetzt sind wir fertig. Ja, liebe Kinder, Dora, das ist auf jeden Fall jetzt ein tolles Notebook, das wir hier in der Hand haben. Das kann garantiert nicht abstürzen, kann auch nicht gehackt werden und sieht einfach nur klasse aus. So was verschenkt man auch gerne, oder? Weitere tolle Bastelideen für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Und zwar, wenn es geht draußen. Macht's gut bis dahin. Pfiat, servus, euer Olli.